Hi, in diesem Quick-Check geht es um den Short-Shifter von CAE Racing Technology. Wir bieten diesen Shifter beim NA für 6-Gang-Getriebe an, beim NB für 5- und 6-Gang-Getriebe, beim NC für 5- und 6-Gang-Getriebe, beim ND für 6-Gang-Getriebe, für den Fiat 124 Spider und für den Suzuki Swift Sport. Wir bieten den Shifter mit drei verschiedenen Oberflächen an, einmal in so einer Alu-Optik, einmal in einer grau-eluxierten Optik und einmal in einer schwarz-eluxierten Optik. Immer mit im Lieferumfang dabei, entsprechend passendes Montagematerial. Was hat so ein Umbau auf so einen Short-Shifter zur Folge? In erster Linie wird der originale Shifter oder originale Schalthebel ausgebaut und dieser wird dafür eingebaut. Das hat zur Folge, dass man beim Schalten super kurze und super präzise Schaltwege immer noch im originalen H-Schema hat. Das ist kein Umbau auf so ein sequenzielles Schema, es bleibt immer noch ein H-Schema. Dabei bleibt das Kupplungssystem original und nahe hat man Schaltwege von 65 x 55 mm. Wir haben zusätzlich eine Rückwärtsgang-Sperrenentriegelung über einen Seilzug. Das verhindert ein versehentliches Schalten in die Rückwärtsganggasse. Grundsätzlich wichtig zu wissen, wenn man so einen Shifter verbaut, außer jetzt beim Swift Sport, weil das ein Frontantriebsauto ist, bei allen anderen Fahrzeugen, die ich eben genannt habe, ist dieser Shifter direkt auf dem Getriebe montiert. Diese direkte Anbindung hat zur Folge, dass Geräusche und Vibrationen aus dem Getriebe verstärkt werden und in den Innenraum übertragen werden. Das heißt, man hört das Arbeiten der Zahnräder, man hört Rappelgeräusche, man hört Rattergeräusche. Das gehört bei so einem Umbau einfach grundsätzlich mit dazu. Eine Montageanleitung ist bei jedem Shifter mit dabei. Wichtig hierbei, die Shifter sind zwar grundsätzlich vorgesehen für Fahrzeuge mit Mittelkonsole, aber diese muss für entsprechend Freiraum abgeändert werden, sonst wird er da von alleine nicht reinpassen. Die Shifter können auch bei uns im Hause entsprechend dann nachher eingetragen werden.